Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu der ersten Sendung «Bester Swiss Gastro bewegt» im neuen Jahr. Diese Sendung steht ganz unter dem Motto «Alles Neue macht der Januar» und wird Ihnen, liebe Gastronomen und Gourmets, so einige Inspirationen fürs 2016 liefern. News im Nachtleben. Wie der Hiltel Club in Zürich die Sonntagnacht zum Partytermin für Gastronomen macht. News im neuen Jahr. Welche Neuheiten bereits jetzt die Gastroszene auffrischen? News zum Nippen. Welche beiden neuen Drinks 2016 zum absoluten Sommertrend werden können? Wer in der Gastronomie die High ist, der kennt das. Alle Freunde sind am Freitag und am Samstag im Ausgang am Feiern. Sie aber müssen im Betrieb bügeln. Das Hiltel in Zürich hat diese Ungerechtigkeit erkannt und Abhilfe geschaffen. Immer am Sonntag findet die sogenannte Gastroparty statt. Was es mit dieser Party genau auf sich hat und was ihnen dort alles geboten wird, das erzählt uns der Clubleiter Raphael Riebke. Der Manuel Gamma hat ein ausführliches Interview mit ihm geführt. Raphael Riebke, ihr veranstaltet hier im Hiltel neu die Gastroparty. Warum eine Party für Gastronomen? Als erstes, weil wir selber Gastronomen sind. Und auch gedacht haben, Gastronomen könnten auch etwas von Gastronomen machen. Wir wissen, wie es ist, wenn man am Wochenende arbeiten muss und selber nicht dazu kommt, vorzugehen. Oder auch mal wieder in die Stadt mit Kollegen etwas trinken. Weil die meisten dann eben arbeiten, wenn wir frei haben oder umgekehrt. Darum, am Montag haben sie meistens frei. Und wir machen gerne bis am Sonntag weiter und bieten ihnen das auch. Dann können Gastronomen am Sonntagabend bei euch Party machen. Und wie ist das angelaufen bis jetzt? Findet das Anklang? Das findet Anklang. Die Gastroparty gibt es auch schon ein bisschen länger. Wir tun sie nur zuschneiden oder wirklich auf Gastronomen auslegen. Das heisst, dass man nicht Gastronom muss sein, um überhaupt in den Club reinzukommen. Aber es gibt Vorteile für Gastronomen, so soll es auch sein. Welche Vorteile sind das? Mit dem Memberschlüssel bei uns kann man eine Begleitperson mitnehmen. Man zahlt keinen Eintritt. Man hat vergünstigte Lounge-Konditionen. Man kann einen Welcome-Drink entgegennehmen. Und der Richie, unser Barchef, begleitet einen durch den Abend. Jetzt sind Gastronomen auch Profis in dem Segment, wo ihr ein Angebot macht. Was bietet ihr, um ein professionelles, eventuell auch verwöhntes Publikum, damit denen etwas geboten wird? Wie gesagt, der Richard ist unser Barchef. Er kümmert sich ein bisschen um die Gastronomen, weil er selber auch ein Profi ist. Er kennt sich mit Cocktails gut aus, mit Trinks, die etwas außergewöhnlich sind, die man vielleicht nicht so bestellt und einen Gastronom bestellt, weil er weiss, was er will. Man hat viele Möglichkeiten bei den Lounge. Das sind sehr ein bisschen anspruchsvoll, das ist auch richtig so. Und wir versuchen mit Häppli, wo wir auch im Hilton natürlich bestens bedient sind, unsere Gastronomen auch kulinarisch zufriedenzustellen und auch natürlich mit der Musik im Open Format zu bleiben und nicht eine spezielle Richtung zu gehen, dass es für alle etwas hat. Jetzt haben Sie 20 Jahre Erfahrung im Nachtleben. Wie würden Sie die Partys mit den Gastronomen beschreiben? Es ist eine meiner Lieblingspartys, weil man ist untereinander. Es sind Leute, die Verständnis haben, es sind Leute, die das Nachtbusiness kennen und die können sich alle als Community bei uns treffen. Und das gibt ganz eine besondere Stimmung und Ambiance. Und die schätze ich natürlich als Gastronom auch. Das muss man sagen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und vielen Dank fürs Interview. Ich danke euch. Merci vielmals. Das klingt ja alles schön und gut. Wir von Bester Swiss Gastro bewegt, haben es aber genauer wissen wollen und uns ins alle sonntägliche Nachtleben gestürzt. Und zwar an der ersten Gastroparty von diesem Jahr. Sonntag, Mitternacht. Im Hiltel Club Zürich. Während der Rest der Stadt bereits schläft, geht hier die Party ab. Die Gastro-Szene feiert. Mit der sonntäglichen Gastro-Party hat der Hiltel Club ein Bedürfnis gestillt. Die wir in der Gastro arbeiten, haben das Ganze ja damit zu tun, anderen Leuten beim Feiern zuzuschauen, ihnen das schön zu machen, sie zu bedienen. Und da ist natürlich das Bedürfnis, das dann wirklich auch mal für sich selber zu machen. Das ist sicher speziell, dass mal am Sonntag wir mal rausgehen dürfen. Ich meine, Freitag, Samstag sind wir auch immer am Arbeiten. Das ist sicher mal etwas Gutes, auf jeden Fall. Ja. Ja, ist total super für uns, weil wir arbeiten 365 Tage die Woche und jetzt können wir auch endlich mal feiern. Montags ist Wirtesonntag. Da kann die Gastro-Szene ausschlafen. Das ist aber nicht der einzige Grund, um gemeinsam die Sonntagnacht zum Tag zu machen.
Natürlich profitieren wir von dieser Geschichte, dass wir Freunde, Kollegen, Mitarbeiter vielleicht auch treffen. Ja, natürlich, ja. Nächtliches Networking also. Vielleicht ein bisschen. In erster Linie aber gemeinsames Abfeiern in gepflegtem Ambiente. Also wir sind immer mega gut aufgenommen hier und wir kommen wirklich immer gerne hier, ja. Eine Party von Gastronomen für Gastronomen. Das klingt nach Herausforderung. Schließlich ist jeder Gast selbst ein Experte des Fachs. Also wir sind schon in gewisser Hinsicht anspruchsvoller, aber ich denke mal, untereinander können wir sehr gut miteinander umgehen. Also wir sind sehr rücksichtsvoll. Wir sind eine Familie und ich glaube, das macht das Ganze aus, ja. Wie groß die Ansprüche des Publikums auch sein mögen, geboten wird vieles. Dieses Mal ein Auftritt der Cocktail Brothers, die deutschen Meister im Showmixen. Als professionelle Partymacher können sie die Partytauglichkeit der Gastroszene wohl am besten beurteilen. Die können sehr gut feiern, die machen das beruflich, die sind immer dabei und die haben lange Atem und die wollen eben auch noch mal ihren Spaß haben. Um 2 Uhr Montag früh hat das Best of Swiss Gastro Bewegteam Feierabend gemacht, damit die Gastro-Szene dann ohne Kamera so richtig abtanzen kann. Wenn auch Sie am nächsten Sonntag mitfeiern wollen, die Türöffnung ist um 11 Uhr. Für den richtigen Sound sorgt der DJ Alex Austin. Campari sorgt mit dem neu limitierten Kalender für das erste Jahreshighlight 2016. Zumindest optisch. Der Hollywood-Star Kate Hudson präsentiert sich jeden Monat in einer verführerischen, intelligenten Pose. Was es in der Welt der Gastronomie sonst noch für News gibt, das sehen Sie jetzt. Das 9x9 der Gastgeberei ist ein neu erschienenes Buch der Gastronomen Simone Müller-Staubli und der Designexpertin Franziska Bründler. Die Empfehlung für ambitionierte Gastgeber, privat oder auch beruflich. Die FIFA sorgt einmal für positive Schlagzeilen. Am Tessiner Platz in Zürich hat sie die Sportsbar 1904 eröffnet. Mit 3 LED-Großbildschirmen, einer internationalen Bier-, Wein- und Cocktailauswahl und Snacks wie Dim Sum oder Gourmet-Burgern wird sie zum Treffpunkt für Live-Sportereignisse. Oh, pardon. Neuigkeiten aus der Branche gibt es anfangs Jahr auch in flüssiger Form. Haben Sie keine Lust auf Wasser oder den ewig gleichen Trink an einer Bar? Der folgende Beitrag bietet die richtige Inspiration. Die beiden Herren, Oliver Niederer und Davide Montinaro, haben nämlich 2 außergewöhnliche Getränke auf den Schweizer Markt gebracht. Durchaus mit Potenzial, zum Trendgetränk vom nächsten Sommer zu werden. Inmitten des Zürcher Niederdorfs. Die Tina Bar, eine Institution in Sachen Longdrinks und Cocktails. Hier stellen wir 2 Neuheiten vor. Erstens das Gurkenwasser von Kukumis. Und er bringt es auf den Schweizer Markt. Oliver Niederer. Ich glaube, dass der Trend haben viele Gastronomen schon lange gewartet. Es ist eine echte Innovation. Und Gurken ist ja seit etwa 5 Jahren ein elementarer Bestandteil der Bar. Zweitens der südamerikanische Weinbrand Pisco. Und diesen bringt er in die Schweiz, Davide Montinaro. Pisco ist eine interessante Alternative zu Gin, Wodka oder Whisky, wo wir in der Schweiz schon bereits zu Genüge vertreten sind. Es ist ein Weinprodukt, also von dem her etwas Edels. Und gerade Pisco Alba, wo aus Muscat und Alexandria-Trauben gemacht ist, das ist die älteste, unmodifizierteste Traube der Welt, kann das zu einem sehr interessanten Produkt werden. Das Edelprodukt Pisco hat eine 500-jährige Tradition in Chile und Peru. Angeblich soll die hochwertige Herstellung für einen außergewöhnlichen Nebeneffekt sorgen. Nach großzügigem Genuss gäbe es kaum einen Kater. Er hat kein Methanol,
Er ist nicht im Nachlauf destilliert. Es hat keine Zufuhr von fremdem Alkohol oder Zucker, Süßstoff oder farbigen Stoff. Das Gurkenwasser generiert definitiv keinen Kater. Zumindest on the rocks getrunken. Es kann aber auch mit allen gängigen Drinks gemixt werden. Der Chef von Pisco Abba beispielsweise bevorzugt Gin. Und wie schmeckt er? Sehr fein, sehr erfrischend. Es ist eine Kombination von Frucht oder Gemüse mit einem Gin, der auch sehr, sehr angenehm ist. Absolut empfehlenswert. Super. Danke vielmals. Gerne. Gurkenwasser kann zu dem Trendgetränk des Sommers werden, wenn mögliche Kunden ihre Vorurteile überwinden. Grundsätzlich, was wir gemerkt haben, ist, wenn man zuerst zu einem potenziellen Konsument oder Gastronom kommt und sagt, hey, wir haben Gurkenwasser, dann denkt alle, hey, Gurkenwasser, das habe ich das letzte Mal in Griechenland immer Salat gehabt, Gurken, oder? Dann aber, wenn sie es anfangen zu probieren, wenn sie merken, dass die Kombination von Gurken und mit einem Schuss Basilikum und einer Zitronenlimonade extrem erfrischend ist, dann haben wir es eigentlich in der Regel im Sack, im positiven Sinn. Die wohl bekannteste Anwendung von Pisco ist der Pisco Sour. Ob dieser den Gurkenwasserchef überzeugen kann? Gemischt wird er mit Zitronensaft, Zuckersirup und frischem Basilikum. Mit viel Eis gemixt, um den Geschmack zu wahren, aber ohne serviert. Und wie schmeckt er? Super, wirklich. Vor 10 Jahren war ich in Chile und es schmeckt genau wie die Feriengefühle, die ich dort hatte. Hammer, wirklich sehr, sehr gut. Auch der Pisco Abba hat viel Potenzial, zum Kultdrink des Sommers zu werden. Hochwertig destilliert, aus hochwertigen Muscatella-Trauben hergestellt, gibt es dennoch viele Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Das grösste Hindernis ist überhaupt, dem Schweizer Konsument klar zu machen, was Pisco ist, woher es kommt. Weitere Hindernisse sind, dass zum Teil Bars nicht wissen, wie man das genau mixen muss, wie die richtige Formel und Rezepturen sind. Für das haben wir das auf unserer Homepage publiziert. Und ein anderes Hindernis ist überhaupt Diskussionen, wie woher wirklich Pisco stammt. Und das muss uns in der Schweiz nicht so interessieren. Es muss uns einfach schmecken. Best of Swiss Gastro bewegt empfiehlt, diese beiden Getränke im Auge zu behalten. Die Nachfrage könnte schon bald groß sein. Ihre Vertreiber haben derweil bereits neue Innovationen geplant. Ja, also die zwei Jungs, die Gummis bereits lanciert haben, die haben ein neues, ein weiteres Produkt im Petto. Und das ist auf Lavendelbasis, ein Softgetränk. Und das wird in 3, 4, 5 Wochen in der Schweiz auch lanciert. Also wir wollen weiter in Pisco glauben und in dem investieren. Wir haben in den letzten 2 Jahren von allen Pisco-Produzenten allen Eigenschaften notiert, wie Preise, Trauben, Sorten und Destillierungsverfahren. Und wir freuen uns, demnächst mit einem neuen Pisco auf den Markt zu kommen und den Schweizer Gastronom und sein Portfolio zu bereichern. Langeweile im Getränkemarkt dürfte also auch 2016 definitiv nicht aufkommen. Langweilig wird es auch uns nicht. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und uns den Mut, in diesem Jahr ebenfalls mit neuem und innovativen Ideen zu experimentieren. Wir sehen uns wieder in der nächsten Sendung am 2. Februar oder an einer Gastroparty. In der nächsten Sendung zeigen wir Ihnen die vielversprechendsten Gastrotrends 2016. Habt's gut, tschüss miteinander.